Wir alle haben Wednesday geschaut. Aber ist euch da nie etwas aufgefallen? Die Serie wird von allen zurzeit geliebt. Doch die Serie hat einen gewaltigen Logikfehler, welcher die komplette Serie ruiniert. In der ersten Folge versucht Wednesday, die Schwimmer mit Piranhas umzubringen. Ihre Eltern sagen ihr im Auto danach, sie hätte eine Anzeige wegen versuchten Mordes bekommen können. Sie wird gefragt, wie das auf ihrer Akte ausgesehen hätte. Sie antwortet darauf mit schrecklich, weil alle wüssten, sie hätte versagt. Sie sagt damit, sie würde sich schämen, dass Leute wüssten, sie hätte nur versucht, jemanden zu ermorden, weil sie es nicht geschafft hat. Nur 4 Folgen später beschuldigt sie aber ihren Vater wegen des Mordes an Gareth Gates. Wednesday ist so wütend, sie möchte nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben. Was? Dazu hilft sie dem Sheriff, die Morde der Monster aufzudecken. Wenn Wednesday jemanden ermorden will, ist es cool und sie soll sich schämen, wenn sie es nicht schafft. Aber wenn ihr eigener Vater oder andere morden, oh nein, das geht nicht. Dieser ganz große Logikfehler ist, was für mich die Serie ziemlich kaputt macht. Was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare und folgt mir noch endlich.